Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dieser Sondersendung in 1+. Während Sie uns jetzt zuschauen, beginnt in wenigen Minuten hier der gesellschaftliche Höhepunkt dieses Musikfestivals, der alljährliche Empfang beim Fürsten zu Fürstenberg. Geladen sind am reichlich gedeckten Buffet die Musiker natürlich, Kritiker, Verleger, Veranstalter, Journalisten, die Insider, die, die mit den Musiktagen zu tun haben. Wir wollen inzwischen die Zeit nutzen und Ihnen zeigen, worum es an diesem Wochenende hier ging, was neue Musik 1988 in Donaueschingen heißt. Meine Kollegen und ich haben Gespräche geführt, Konzerte besucht. Hoffentlich haben wir Eindrücke für Sie sammeln können. Um Sie einzustimmen, beginnen wir mit dem Ausschnitt aus Fluchtpunkte für 15 Spieler, eine Komposition der 32-jährigen Amerikanerin Caroline Steinberg, ausgebildet von Luciano Berio und Brian Farneo, großen Namen in Donaueschingen, untersucht die junge Komponistin Möglichkeiten der Klangfarbenkombination. Es spielt das Sinfonieorchester unter Leitung von Matthias Barmatt. Thank you.
Matthias Barmert, meine Damen und Herren, kann auf eine internationale Karriere als Gastdirigent zurückblicken. Ich will Ihnen nur einige Orchester nennen, mit denen er gearbeitet hat. Das Cleveland Orchestra, das American Symphony Orchestra in New York, das Radiosinfonieorchester Berlin, die Münchner Philharmoniker und viele andere. Was nun das Sinfonieorchester des Südwestfunks anbelangt, so ist sein Name mit der Geschichte dieser Musiktage auf das Engste verbunden. Man kann sicher ohne Übertreibung sagen, seit 1950 hat das Orchester die Geschichte der modernen Musik mitgeschrieben. Unter seinen unvergessenen Dirigenten Hans Rosbaud, Pierre Boulez, Ernest Buhr, zuletzt unter Michael Gielen, hat es als Interpret zeitgenössischer Musik Weltgeltung erlangt. Sie, liebe Zuschauer, werden es später noch einmal in großer Besetzung hören können. Doch was ist nun eigentlich neue Musik, zeitgenössische Tonkunst? Mein Kollege Rolf Rische ist ganz unbefangen an diese Frage herangegangen. Ich hoffe, es hilft zum besseren Verständnis. Neue Musik. Sie macht es auch dem Musikliebhaber nicht leicht, sie zu lieben. Und ihre Komponisten wollen das auch nicht. Die Harmonie im klassischen Sinn ist ihre Sache nicht. Die populären Urteile sind bekannt. Akustische Umweltverschmutzung ist noch eines der eher höflich formulierten. Ja, es ist schwierig, einen Zugang zur neuen Musik zu finden. Doch ist alles, was wir nicht mühelos verstehen, von vornherein sinnlos? Das Produkt elitärer Spinner? Eine Antwort, die Hörgewohnheit. Jahrhundertelang war das oberste Prinzip der europäischen Musik die Tonalität. Alle Töne beziehen sich auf einen Grundton. Das Ohr empfindet das als harmonisch. Doch immer mehr Komponisten begannen, aus dem System Tonalität auszubrechen. Schon in Wagners Tristan sind Brüche zu hören. Arnold Schönberg dachte diese ersten vorsichtigen Ansätze konsequent zu Ende. Er ist Protagonist und Prophet der neuen Musik. Eines seiner ersten atonalen Experimente gilt heute als Schlüsselwerk, die Oper Pierrot Lunaire, die 1912 bei ihrer Uraufführung für einen Skandal sorgte. Die erste Welle der neuen Musik wurde, außer von Schönberg, vor allem von diesen vier Komponisten getragen. Von den Schönberg-Schülern Alban Berg und Anton Webern. Und von dem Russen Igor Strawinsky, der in bisher ungekannter Weise neben der Harmonie auch die Rhythmik grundlegend erneuerte. Und von Béla Bartók. Er definierte das Problem der neuen Musik als Arbeit mit dem Ziel, die unbeschränkte und vollständige Ausnutzung des ganzen vorhandenen, möglichen Tonmaterials zu erreichen. Und doch, aus der neuen Regellosigkeit entstanden schließlich wieder neue Regeln, die strengen Regeln der Zwölftontechnik. Arnold Schönberg entwickelte dieses ausgeklügelte Prinzip und wandte es seit 1924 konsequent an. Nach Schönbergs System ist jeder der zwölf Töne einer chromatischen Leiter gleichwertig. Also muss jeder Ton im Thema vorkommen. Und kein Ton darf wiederholt werden, bevor alle anderen wiederholt worden sind. Sonst könnte dieser übergewichtig werden und als Grundton empfunden werden. Eine solche Tonfolge heißt Reihe. Nach fast mathematischen Regeln legte Schönberg die Möglichkeiten zur Variation der Reihe fest. Ein sehr strenges Kompositionssystem, nach dem auch Anton Webern arbeitete. Thank you.
Die Zwölftontechnik, die bis heute eine wichtige Rolle spielt, wurde natürlich bald in Frage gestellt. Junge Komponisten gingen neue Wege. Die zweite Welle der neuen Musik entstand Anfang der 50er Jahre. Die wichtigsten Komponisten dieser Ära: Pierre Boulez, bekannt geworden durch seine Musique Concrète, seit 1969 Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker. Karl-Heinz Stockhausen, der nicht nur Musiker, sondern auch Mathematiker und Physiker ist und sich schon früh mit elektronischer Klangerzeugung und Verfremdung beschäftigte, die in der neuen Musik bis heute eine wichtige Rolle spielen. Und schließlich der Amerikaner John Cage. Er ist einer der radikalsten. Mit seinem präparierten Klavier sorgte er schon 1944 für großes Aufsehen, wie auch mit dem Stück 433. 4,5 Minuten Schweigen. Takt 2. Cage und andere führten auch den Faktor Zufall ein. Neue Wege, Abkehr vom strengen Zwölftonprinzip. Und heute? Möglich ist alles. Es gibt die strengen Strukturalisten, ebenso wie jene Komponisten, die ganz neue Wege suchen. Ein Beispiel für einen Komponisten, der verschiedene Methoden und Techniken anwendet und mischt, ist Wolfgang Riem, Jahrgang 1952, hier in einem Gespräch mit Manfred Reichert. Meine Arbeitsweise ist vegetativ. Das gibt mir die Möglichkeit, meinem Material an Stellen zu folgen, wo es von selbst wächst und manchmal mehr zu finden, als ich suche. Was heißt das? Das ist zunächst ein Nenner, den ich so dumm war, selbst herauszugeben und auch auf den man mich jetzt gerne bringt. Aber das heißt im Klartext doch nichts anderes, als ich nicht herumbastle. Also ich bin kein Bastler, der in irgendwelchen Zwölftontabellen nachschaut, welcher Ton jetzt der richtige ist, weil es mir um einen wahren Ton geht, nicht um einen richtigen. Das berührt wieder die Frage mit der Technik. Also ich habe nicht eine Technik parat, in die ich hineingreife und dann ausbreite verschiedene Valeurs und eben technische Einzelheiten, sondern ich habe die innere Veranlassung, die mich veranlasst, jetzt Technik zu erfinden. Technik erfinden, Musik erfinden, Klänge, Töne, Strukturen finden. Das ist das Ziel. Die neue Musik ist auch heute noch auf der Suche. Doch das ist ihr Prinzip. Nach dem Krieg, genau seit 1950, bestehen die Donaueschinger Musiktage in ununterbrochener Reihenfolge. Veranstalter sind die Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen und dem Südwestfunk Baden-Baden. Vielleicht ein paar Zahlen von diesem Jahr für Sie. Dieses Jahr waren es 7 Veranstaltungen mit 10 Uraufführungen, 5 deutschen Erstaufführungen, 9 davon waren Kompositionsaufträge. Gestern erregte ein Konzert besonders viel Aufmerksamkeit. Es war eine Interpretenpremiere. Die Gruppe Neue Musik Hans Eisler Leipzig, eine 8-köpfige Formation, spielte erstmals auf den Donaueschinger Musiktagen. Sie, liebe Zuschauer, sehen jetzt den Ausschnitt eines Konzerts dieses international beachteten DDR-Ensembles. Die Musik stammt aus der Feder der demnächst 33-jährigen Susanne Erding. Ihre Komposition heißt, ganz gefährlich, Gioielli Rubati, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, die gestohlenen Juwelen. Thank you.
Wenn Sie, meine Damen und Herren, mehr über diese junge, erfolgversprechende Komponistin erfahren wollen, im dritten Programm in Südwest 3 läuft am 25. November eine Langzeitbeobachtung von Susanne Erding. Am 26.11. eine von Yannis Xenakis und eine Woche vorher, am 18. November, können Sie Mauricio Kagel zuschauen und zuhören. Die beiden letzten schon Altmeister hier. Nach unserem musikalischen Eindruck vom Schaffen junger Musiker und Musikerinnen des Jahres 88 möchte meine Kollegin Marion Jerendorf Sie in die Geschichte dieser Donaueschinger Musiktage zurückversetzen. Eine Geschichte, die für die Stadt und ihre Bürger große Bedeutung erlangte. Donaueschingen, eine 12.000 Einwohnerstadt am Rande des Schwarzwalds. Eine Stadt wie viele andere, mit Gesangs- und Musikvereinen.
zumindest an 362 Tagen im Jahr. Doch an einem einzigen Wochenende im Herbst wird Donaueschingen zur Weltstadt, zum Mekka für neue Musik. Und das seit Jahrzehnten. Hier Aufnahmen aus den 60er Jahren. Leute von Rang und Namen aus aller Herren Länder kommen hier zusammen. Komponisten und Musiker, Verleger, Kritiker und Musikwissenschaftler. Dass gerade Donaueschingen diese Bedeutung bekommen hat, hängt mit der Geschichte des Fürstenhauses zu Fürstenberg zusammen. Seit Generationen fördert es die Musik. Hier Prinzessin Wilhelmine, Erbprinz Joachim und Erbprinzessin Paula, das heutige Fürstenpaar. Die Geschichte des fürstlichen Mäzenatentums reicht Jahrhunderte zurück. In der kostbaren Bibliothek finden sich dafür Zeugnisse. So gab es im Jahre 1787 eine denkwürdige Theateraufführung. Die Fürstin persönlich sang die Partie der Kammerzofe Susanna in Mozarts Hochzeit des Figaro. Mozart, Beethoven, Franz Liszt waren damals Gegenwart, ja sogar umstrittene Gegenwart, wie in unserem Jahrhundert Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Wolfgang Fortner, Olivier Messiaen, Paul Hindemith, Arnold Schönberg oder Igor Strawinsky. Hier dirigiert er 1957 seinen Agon, das vielleicht eindrucksvollste Beispiel des Donaueschinger Wegs. Heute haben sich auf diesem Weg Komponisten wie Wolfgang Riem, Heinz Holliger, Brian Ferneyhough, Helmut Lachenmann, Dieter Schnebel, Klaus Huber oder Helmut Zapf einen Namen gemacht. Einen der großen Klassiker der Moderne, Paul Hindemith, hat das fürstliche Mäzenatentum einmal zu diesen Karikaturen veranlasst. Und Fürst Joachim selber liebt er, Hand aufs Herz, die neue Musik? Nachdem Sie mir gesagt haben, Hand aufs Herz, möchte ich antworten, dass ich kein Fan der Musik bin, aber mich interessiert's. Und ich glaube, dass hier so viel unerhört Interessantes geschaffen worden ist in den letzten 25 Jahren, dass man schon aus diesem Grunde eben zu einem Bewunderer dieser Musik geworden ist. 1950 gelang es, den Südwestfunk für die Mitarbeit an den Donaueschinger Musiktagen zu gewinnen. Heinz Strobel formulierte 1961 die Ziele der Programmgestaltung. Erstens musste nachgeholt werden, was durch die Nazizeit und was durch den Krieg in Deutschland nicht bekannt geworden ist. Zum Beispiel alle späteren wichtigen Werke von Strawinsky, Hindemith, Bartok, Honegger, Mio und so weiter. Zweitens, und das ist natürlich die wichtigste Aufgabe, auch im Sinn von Donaueschingen, musste die junge Generation einmal herausgestellt worden, die ja in der ganzen Welt außerordentlich aktiv und originell ist. Und drittens gab es, wie man heute sagt, ja auch eine mittlere Generation, die wir bewusst immer wieder mit neuen Werken, Auftragswerken in Donaueschingen gebracht haben. Ich nenne ein paar Namen, Fortner, Karl Amadeus Hartmann, Dalla Piccola, Petrassi, Blacher und vor allem Olivier Messiaen, der eigentlich seinen internationalen Namen durch Donaueschingen gemacht hat. Nun war ich immer der Meinung, dass man auch noch außerhalb der sogenannten Konzertmusik etwas bieten soll. Und wir haben uns bemüht, verschiedene Dinge zu finden. Manchmal hat es schöne Skandale gegeben, wie zum Beispiel bei dem Orphée von Pierre Schaeffer mit der Musique concrète. Wir haben eine öffentliche Disputation gemacht. Wie soll das weitergehen? Und aus der wird heute noch, wie ich mit Freuden feststelle, in der Presse Nutzen gezogen. Skandale gehören zur Geschichte der Donaueschinger Musiktage. So stieß zum Beispiel Paul Hindemiths Streichquartett Opus 16 schon im Jahre 1921 auf Unverständnis und Ablehnung. Was für uns heute harmonisch klingt, löste damals Kontroversen aus. Ein Südwestfunk-Archivfilm von 1961. Die einen pfeifen, die anderen applaudieren. Richard Strauss, hier mit Fürst Max Egon, sagt nach dem Konzert, warum komponieren Sie denn atonal, Sie haben doch Talent. Hindemith antwortet, Herr Professor, machen Sie Ihre Musik, ich mache die meine. Und die Kritik? In der hochberühmten Vossischen Zeitung schrieb Adolf Weismann, Hindemith ist reiner Expressionist, ein enfant terrible der Kunst. Und doch, hört ihr genau hin, in diesem Kerl steckt auch Musik, echte Musik, Zukunft. Adolf Weismann war einer von den wenigen, die schon damals erkannten, dass hier ein junges Genie auf dem Weg zu neuen musikalischen Ordnungen war. Die meisten anderen hörten einfach Anarchie.
Wo blieben denn hier die vertrauten Spannungsregeln von Konsonanz und Dissonanz? Wo war der schwelgerische Klang? Wo blieb das edle Gefühl? War das denn überhaupt noch Musik? Es war und ist Musik. Die Musik einer jungen Generation, die aus hergebrachten Konventionen ausbricht, weil sie ihr Lebensgefühl und ihren Ausdruckswillen auf eigene Weise formulieren muss. Eine Musik, die alte Ordnungen umwirft, um neue Begriffe von Harmonik, neue Begriffe von Melodik zu setzen. Eine Musik, die frische, konstruktive Ideale verwirklicht. Diese Ideale haben sich durchgesetzt. Es gibt heute keinen Streit mehr um Paul Hindemith. Er gehört zu den großen Erscheinungen unseres Jahrhunderts. In Donaueschingen wird viel und gern experimentiert. Man hat daraus den Veranstaltern häufig einen Vorwurf gemacht, hat aber dabei übersehen, dass das Forschen und der Versuch mit neuartigen und unbekannten Mitteln, mit Möglichkeiten, die auf den ersten Blick vielleicht abseitig erscheinen, für die Kunst genauso lebenswichtig und notwendig ist wie zum Beispiel das Erproben neuer Werkstoffe für die Technik. Ein Experiment in diesem Sinn war zum Beispiel schon 1926 das mechanische Klavier. Eine Generation später gibt die moderne Technik den jungen Komponisten mit Generatoren, Filtern und Magnetophonen vollkommenere Mittel an die Hand. Musik konkret und elektronische Musik werden Wirklichkeit. Beide sind auch in Donaueschingen zu hören. Beide werden dort mit dem traditionellen Instrumentarium gekoppelt. Wie zum Beispiel in Orphée sans contrat von Pierre Schaeffer und Pierre Henry oder in Poésie pour pouvoir von Pierre Boulez. Zur neuen Musik gehört auch der Jazz. In Donaueschingen gibt es seit 34 Jahren ein Jazz-Rahmenprogramm. Hier Aufnahmen von 1971. Der Jazz ergänzt die Skala der zeitgenössischen Musizierformen. Man spricht von der totalen Musik. Alles ist Musik. Schon Altmeister Stockhausen hatte nicht nur die europäische Tradition im Blick, sondern auch die asiatische. So auch beim Jazz, der immer schon von Spontaneität und Unmittelbarkeit lebte. Hier ein Beispiel für indische Einflüsse im Jazz, ebenfalls aus den 70er Jahren. Die Donaueschinger Jazzkonzerte haben ihr eigenes Publikum und großen Zulauf. Die neue Musik scheint dagegen eher etwas für Spezialisten zu sein. Doch mit der Zeit gibt es immer mehr Zuhörer, die die Idee von der totalen Musik angenommen haben und in alle Konzerte gehen. Hier also funktioniert die Grundidee von Donaueschingen. Musik wird ohne Vorurteile angegangen. Auch der Weg ist das Ziel. Die Frage, was von bleibendem Wert ist, werden erst kommende Generationen beantworten können. Olivier Messiaen, der heute schon als Klassiker der Moderne gilt, sagte 1958: Bleibende Werke. Welches sind die Werke des 20. Jahrhunderts? Habe ich auch nur ein einziges solches Werk geschrieben? Ich weiß es nicht. Die Zeit wird alles entscheiden. Wie wird die Musik von morgen aussehen? Überlassen wir es den Jungen. In ihren Händen liegt das Schicksal der Musik. Es gibt mindestens zwei junge Musiker von Genie, Pierre Boulez und Karl-Heinz Stockhausen. An ihnen wird es sein, unbekannte Erden zu erschüttern, zu verändern, zu erneuern, urbar zu machen. Ihnen gehöre das Unberührte, das Lebendige, das Schöne heutigen Tags. Und nun nach dem historischen Rückblick, der einige Höhepunkte der Donaueschinger Musiktage skizzierte, anhand von vorhandenem Archivmaterial, zu einem Mann, der alljährlich das Programm der Donaueschinger Musiktage künstlerisch verantwortet. Gemeinsam mit Christoph Bitter sind Sie dafür zuständig, Herr Häusler, was
in diesem Programm zu sehen ist. Richtig. Der Fachwelt sagen Ihre Namen was, beider Namen, aber den Zuschauern muss ich Sie vorstellen. Sie sind die verantwortlichen Musikredakteure des Südwestfunks, die alljährlich das Programm zusammenstellen. Nach welchen Kriterien geht das vor? Ist das eine Wahl, auch ein bisschen nach persönlichem Geschmack? Wonach richten Sie sich? Es gibt ein vortreffliches Wort eines Rundfunkkollegen aus Köln, der gesagt hat, es gelte, das Beste zu suchen, um das Gute zu finden. Und das ist die Devise, nach der wir hier in Donaueschingen arbeiten. Wir versuchen, in jedem Jahr ein möglichst breites Spektrum dessen vorzustellen, was an aktueller Musik geschrieben wird. Wir versuchen dies auf internationaler Basis zu tun, wobei sich selbstverständlich Akzentverlagerungen in der einen oder anderen Richtung immer von Jahr zu Jahr ergeben werden. Das ist ganz klar. Wir gehen auch bei der Programmabfolge und bei der Programmgestaltung nicht von einem festen Schema aus, sondern versuchen dieses innerhalb eines gegebenen Rahmens zu variieren. Wie möglich zu halten. Gibt es da Auflagen oder Vorgaben an die Komponisten zum Beispiel? Ja, nun, Vorgaben an die Komponisten gibt es natürlich insofern, als ein Rahmen feststeht. Der Rahmen ist zum Beispiel das Sinfonieorchester, das eine ganz bestimmte Zusammensetzung aufweist. Und dem Komponisten muss man sagen, bitteschön, diese Besetzung steht zur Verfügung. In diesem Rahmen können Sie operieren, dafür können Sie schreiben. Er muss dann nicht die gesamte Besetzung verwenden. Aber innerhalb dieses Rahmens, der eben durch die Besetzung des Klangkörpers gezogen ist, gibt es Auflagen. Ja, selbstverständlich. Außerdem wird man sich mit dem Komponisten darüber unterhalten, wie lang die Spieldauer seines Werkes in etwa sein soll. Selbstverständlich. Lassen Sie mich aber noch ganz kurz zu einem anderen Stichwort zurückkommen. Sie haben nach persönlichen Vorlieben gefragt. Sehen Sie, Frau Kadatsch, die Komponente des persönlichen Geschmacks ist in Positionen wie denen, von denen wir reden, überhaupt nicht auszuschließen. Und es ist ganz gut so, dass dies so ist. Denn dieses garantiert ja dann auf einer anderen Seite wieder eine gewisse Mannigfaltigkeit. Denn der Kollege, der für den Westdeutschen Rundfunk ein Festival neuer Kammermusik zu verantworten hat, oder etwa der Festivaldirektor in Straßburg oder der Festivaldirektor in Metz, hat auch haben seine wiederum Vorlieben. Ihre Blickpunkte und auf diese Weise ist hier doch eine gewisse Mannigfaltigkeit, ich würde sagen, fast so etwas wie Gleichberechtigung gegeben. Nun haben wir einen Fachmann. Was ist für Sie, Herr Häusler, neue Musik? Der große Richtungsstreit durch die Jahrzehnte, was ist das für Sie persönlich? Für mich persönlich ist neue Musik jede Musik, die im Moment geschrieben wird und wie auch immer versucht, neue Lösungen zu finden, neue Wege zu gehen. Diese Lösungen, diese Wege können und sind es auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Sie mögen sich im rein klanglichen Bereich halten, sie mögen sich im satztechnischen Bereich halten, sie mögen sich im formalen Bereich halten. Aber nun gut, also was versucht einen ungefestigten Weg zu gehen oder etwas noch nicht völlig Betretenes eben weiter zu bauen oder zu erobern. Das ist für mich neue Musik. Ja, und was gibt dieses Jahr den Ton an oder wer gibt den Ton an? Was ist die Richtung dieses Jahr 1988? Es gibt keine generelle Richtung. Es gibt auch im Moment innerhalb der Entwicklung der neuen Musik keine generelle Richtung. Die Zeiten, wo man sich vorstellte, dass die Musik sich in einer ganz bestimmten Weise weiter bewege, dass sie ganz bestimmten prinzipiellen, satztechnischen Vorgaben gehorchen werde, einem System, diese Zeiten sind vorbei. Wenigstens, soweit ich sehe, jetzt auf absehbare Frist. Wir befinden uns im Moment in einem Stadium der pluralistischen Vielfältigkeit, in dem alles Machbare erlaubt ist, unter der Voraussetzung, dass es künstlerische Logik und Konsequenz besitzt und die Überzeugungskraft der Individualität. Wunderbar gesagt, ja. Nun fällt mir etwas auf. Dieses Jahr werden einige Konzerte wiederholt. Bedeutet das eine Verarmung des Programmangebots? Gibt es vielleicht nicht so viel, was auf dem Markt ist? Oder verfolgen Sie gar einen pädagogischen Effekt damit? Ein bisschen ist da ein pädagogischer Effekt mit verbunden, aber nur ein bisschen. Der Grund ist in der Tat sehr viel einfacher. Schauen Sie, wir haben das Glück,
Glück, dass wir hier in Donaueschingen pro Konzert mit einer Zuhörerschaft von ungefähr 1200 Menschen rechnen können. Aber wir haben nicht lauter Säle in Donaueschingen, die 1200 Menschen fassen. Wenn ich also nun ein Konzert in einem Saal veranstalte, der nur 500-600 Menschen zulässt, dann muss ich notwendigerweise das Konzert zweimal anbieten, damit es jeder hören kann. Wenn dann jemand noch auf den Gedanken kommt, naja, das hat mir gestern gefallen, das will ich heute noch mal hören, werden wir ihn bestimmt nicht rausschmeißen. Ja, wir wissen nun, Herr Häusler, aus der Geschichte dieser Musiktage von der prekären finanziellen Lage mancher Komponisten. Ich habe ein bisschen nachgelesen in der Geschichte. Oft fehlte das Geld für Notenpapier oder für das Abschreiben von Partituren. Früher hat hier das Fürstenhaus als Mäzen geholfen. Wie sieht das heute aus? Hat hier zum Beispiel durch Kompositionsaufträge der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Rolle des Förderers übernommen, des Mäzens? Aber ganz ohne Zweifel. Ja? Aber ganz ohne Zweifel. Ich würde sagen, die Geschichte der neuen Musik nach dem Zweiten Weltkrieg ist zumal in der Bundesrepublik Deutschland ohne die mäzenatische Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt nicht denkbar. Diese Geschichte wäre anders verlaufen, hätte zu großen Teilen vielleicht gar nicht stattfinden können, wenn es dieses Mäzenatentum des Rundfunks nicht gegeben hätte. Nun sagen böse Zungen, ein Ghetto, eine öffentlich-rechtliche Spielwiese für ganz wenige Leute. Was halten Sie dagegen? Ich sage dagegen, dass es jedem freisteht, sich den Zugang zu suchen. Allerdings, die Ohren und das Interesse muss man schon von vornherein mitbringen. Die können wir nicht liefern. Man muss auch das Interesse für andere Dinge mitbringen. Meinetwegen, wenn man eine Dichterlesung etwa besucht oder wenn man zu irgendwelchen Sportveranstaltungen geht, da geht man ja nun auch hin, weil man ein ganz bestimmtes Interesse dafür hat. Musik hören tut in der Regel, der sich dafür interessiert. Und die sind alle herzlich eingeladen. Gut. Welchen Rang haben die Donaueschinger Musiktage Ihrer Meinung nach innerhalb eines doch sehr großen Angebots auch von internationalen Festivals? Nun, die Anzahl von internationalen Festivals für neue Musik ist so groß nicht, wenn sie auch mittlerweile bei weitem höher geworden ist, als dies noch vor etwa 30, 40 Jahren war. Die Rolle von Donaueschingen, ja nun also, ich möchte nicht für eitel gelten, aber Donaueschingen ist ein internationaler Begriff, es ist, glaube ich, sogar ein Weltbegriff. Man kennt den Namen Donaueschingen in Amerika, man kennt ihn auch in China. Wunderbar. Wie lange machen Sie das jetzt schon, Herr Häusler? Ich bin als Redakteur für Neue Musik, für das Programm der Donaueschinger Musiktage verantwortlich bzw. mitverantwortlich seit ungefähr einem Dutzend Jahren. Seit einem Dutzend Jahren. Noch keine Ermüdungserscheinungen? Nein. Dann darf ich Sie bitten, uns das nächste Konzert von Christoph Delz anzusagen. Wir haben einen Fachmann und wollen davon profitieren. Es ist sein erstes Klavierkonzert, wenn Sie vielleicht den Zuschauern den Rest erzählen. Ja, gut, also Christoph Delz ist ein Schweizer des Geburtsjahrgangs 1950. Ein Mann, der in seine Konzeptionen ganz absichtsvoll auch außermusikalische Dinge einbezieht, wobei ich jetzt außermusikalisch so meine, dass er mit seiner Klangvorstellung auch in Bereiche hinübergeht, die im normalen Musikbetrieb weniger verwendet werden. Ich denke also an den ganzen Bereich des Geräuschs, der Klanggeräusche. Und in dieser Beziehung ist nun der zweite Satz eines ersten Klavierkonzerts, der jetzt folgen soll, eigentlich recht charakteristisch, denn in die Sprache dieses Stücks, das übrigens in Memoriam Luis Buñuel geschrieben ist, in die Sprache dieses Stückes sind auch so extreme Dinge eingebaut, wie der Start einer Düsenmaschine oder das Nachkomponieren einer Rundfunksendung mit exotischer Musik von Radio Teheran. In dieser Spannweite bewegt sich
der zweite Satz seines Klavierkonzerts, wobei ich vielleicht noch hinzusagen sollte, dass Delz durch bestimmte Präparierungen des Klaviers den Klavierklang verfremdet. Es kommen da so halb erstickte Klangwirkungen zutage. Und ich darf vielleicht noch hinzusetzen, dass der Komponist selbst auch der Solist seines Stückes ist. Christoph Delz sitzt am Klavier und es spielt das Sinfonieorchester des Südwestfunks unter Leitung von Matthias Bamert.
Was gibt Ihnen die neue Musik? Ich bin neugierig und ich finde sie sehr spannend. Und besonders das letzte Stück hat mir sehr gut gefallen. Und was gibt Ihnen die neue Musik? Es interessiert mich. Es interessiert mich, es mal nicht bloß zu hören, sondern auch zu sehen und zu merken, ob ich mehr höre, wenn ich sehe. Ich interessiere mich einfach dafür, was in der avantgardistischen Musik sich tut, was auf der Szene Neues da ist. Schwierige Frage. Also, wir leben in unserem Jahrhundert und da sollte man sich ja auch mit der Musik unseres Jahrhunderts befassen. Und das ist jetzt von mir mal ein Schritt dazu. Sehr viel, mehr kann ich dazu nicht sagen. Eine Auseinandersetzung mit unserer Zeit und der Kontrast zur alten Musik ist also außerordentlich provozierend. Und wir hören manchmal neue Musik im Radio, ist aber kein Vergleich zum Erlebnis hier. Es ist einfach, entspricht unserem Lebensgefühl mehr, glaube ich, als die alte Musik. Ja, ich habe das Gefühl, dass mir die Ohren wachsen und dass mein Kopf sich ganz anders fühlt. Das ist schön. Die neue Musik, also mich interessiert es, ich bin selber Musikerin und mir macht selber Spaß, moderne Musik zu spielen. Und dann finde ich es auch mal interessant, ganz neue Werke zu hören. Für mich wenigstens gibt es so ein Gefühl von Raum und mehr das Empfinden eigentlich von dem Gefühl her, als bei der klassischen Musik, wo ich mich vorbereiten muss. Gar nichts. Kann nichts mit anfangen. Warum sind Sie hier? Ja, Erfahrung, Erfahrungswerte. Wer das Neue versteht, kann vielleicht auch das Alte besser verstehen und umgekehrt. Wer die alte Musik versteht, müsste eigentlich auch die neue kapieren. Es ist was anderes, es ist nicht Klassik einfach in dem Sinn, sondern es ist schon ein bisschen was Weiterentwickeltes, was besser in unsere Zeit passt, meiner Meinung nach. Soweit Reaktionen aus dem Publikum. Nun, meine Damen und Herren, kann ich Sie mit einem Kritiker bekannt machen, der von Berufswegen seit vielen Jahren die Donaueschinger Musiktage besucht. Herr Koch, Sie schreiben für die FAZ, die Frankfurter Allgemeine. Was werden Sie denn dieses Jahr Ihren Lesern berichten? Was gibt es Ihrer Meinung nach Bemerkenswertes an den Musiktagen? Bemerkenswert an den diesjährigen Donaueschinger Musiktagen war eine relativ diffuse Programmkonzeption mit sehr starken qualitativen Schwankungen. Angenehm fiel auf, dass diesmal die Gattung Hörspiel, die ja jedes Jahr mit dem Karl-Schucker-Preis ausgezeichnet wird, nicht nur vom Komponisten Luc Ferrari hier prominent vertreten war, sondern auch eine Produktion erbrachte, ein Labyrinthstück, das auf eine sehr komplexe Weise literarische und musikalische Techniken und Motive ineinander verknüpfte. Das schien mir einer der positiven Aspekte diesmal zu sein. Gab es andere Höhepunkte? Was hat Ihnen gefallen oder auch missfallen? Sie sind der Kritiker. Missfallen hat mir leider das Konzert des Leipziger Ensembles Neue Musik Hans Eisler. Auf das wir eigentlich alle so gewartet haben. Ja, das war zwar interpretatorisch hervorragend, aber die Stücke waren dann doch ein bisschen blass und austauschbar. Da hätte man sich sicher eine etwas kontrastreichere Programmierung vorstellen können. Erfreulich war auch das Stück eines Altmeisters, Mauricio Kagel, sein drittes Streichquartett, das auf eine sehr verwirrende, irritierende Weise mit Mitteln der klassisch-romantischen Streichquartettliteratur operiert, bestimmte fast zitatartige Modelle exponiert, um das dann so nach sehr kagelscher Manier immer mehr also ins Schräge und Bizarre und Skurrile hin zu verfremden. Nun ist ja Kagel ein Altmeister. Sind denn gar keine neuen Talente in Sicht? Es gab ein interessantes Stück von einem jüngeren Komponisten, Nikolaus Brass, bei dem ich allerdings den Eindruck hatte, dass da die Interpretation dem Stück nicht ganz gerecht wurde. Das ist ein Komponist, der eine sehr subtile, eigenständige Sprache sucht, bei der gelegentlich so als Stifterfigur Webern durchscheint. Das ist ein Stück, das sehr genau gespielt werden müsste, mit sehr vielen fast surreal wirkenden Flageolettklängen, die
ganz deutlich und rein, ganz schneidend rein kommen müssten. Und da hatte ich das Gefühl, das ist vom Orchester etwas lieblos gespielt worden. Und das wird sicher auch eines der Probleme von Donaueschingen sein, wie man wieder das Orchester also stärker motiviert. Ein Kollege schrieb im letzten Jahr in einer Kritik, es gibt bei diesem alljährlichen Oktoberritual nur qualitative Unterschiede, gute und schlechtere Jahrgänge. Was ist 88 denn Ihrer Meinung nach für ein Jahrgang? Mit einem Satz. Ich würde sagen, ein sehr mittlerer Jahrgang, bei dem es sicher keine also absoluten Katastrophen gab, aber die wirklich großen, überragenden Stücke blieben doch aus. Und es wird vielleicht auch ein Problem sein bei den Donaueschinger Musiktagen, das Spektrum der möglichen Komponisten und Stile zu erweitern und auch bestimmte Reprisen zu vermeiden. Sicher war es schön, dass zum Beispiel jetzt von Christoph Delz ein zweites Mal ein Stück kam, aber es gibt natürlich auch andere Komponisten. Danke für dieses Urteil aus professionellem Mund. Und nun, meine Damen und Herren, zu einem Musiker, der vor 50 Jahren in Ecuador geboren wurde, der inzwischen hier in der Bundesrepublik eine zweite Heimat gefunden hat. Es ist Messias Maiguashka. Er hat unter anderem mit Stockhausen gearbeitet und hat seit 1985 einen Lehrauftrag für Komposition und elektronische Musik an der Musikhochschule Freiburg. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Zuschauer, etwas von höherer Mathematik verstehen. Messias Maiguashka komponierte tatsächlich nach einer Formel. A Mandelbox heißt sein Werk, und die Formel, um die es geht, wurde bisher allein zur Berechnung von Computergrafiken verwendet. Benoit Mandelbrot entdeckte diese nach ihm benannte Formel 1977. Maiguashka nutzt das optische Mandelbrot-Prinzip zum ersten Mal auch akustisch. Die eingegebenen Computerdaten steuern Bild und Ton. Neuheit nun in Donaueschingen, das Publikum konnte selbst an zwei Kleincomputern solche Daten eingeben, also ein bisschen mitkomponieren. Rolf Rische war dabei. Seit 3 oder 4 Jahren macht man sehr oft dann mittels dieser Formel, die Mandelbrot-Algorithmus, dann Grafik. Eine sehr einfache Formel erzeugt sehr komplizierte Formen. Nun, mein Interesse war, auch Ton zu erzeugen. Ich bin ja Musiker. So, ich habe dann diese beiden Möglichkeiten in diese Arbeit in Mandelbrot vereinigt. Das Algorithmus steuert zugleich Ton und Bild. Sehr viele von der natürlichen Formen haben große Ähnlichkeit mit den Bildern, die mit dieser Methode entstehen, und zwar nicht nur von der Makrowelt, aber auch von der Mikrowelt. Das heißt, Bilder, die im Bereich der Natur, in der Mikrowelt zu sehen sind, aber auch in astronomischer Größe, Galaxien, Sternen und so weiter. Also die Prinzipien, die für Grafik sind, sind wohl bekannt. Man muss dann jeden Punkt, das ausgerechnet wird, man muss in den Computer ausdrucken oder nicht, somit entsteht die Grafik. Also bis jetzt kann man keinen Klang mit dieser Formel gemacht. Meine Idee war, wenn man Bild machen kann, kann man sicher auch Ton machen. Und ich habe entsprechend, dass jeder Punkt, das ausgerechnet wird, habe ich das klingen lassen. Und zwar mit Parametern, die von der Formel gesteuert werden.
Wir hätten Ihnen gern gezeigt, ob die Idee Mike Waschkas vom Publikum aufgegriffen wurde, ob A Mandelbox funktionierte und das Publikum tatsächlich mit den Computern spielte. Obwohl das alles nun nach dem Prinzip einer Ausstellung für jedermann angeboten war, fühlte sich der Künstler durch das Fernsehen gestört. Das ist sein gutes Recht, aber es ist auch der Grund dafür, dass wir ihm leider nichts über die Akzeptanz beim Besucher sagen können. Dafür hat Rolf Frische nun Erkundigungen darüber angestellt, wie es denn mit der Akzeptanz der Donaueschinger Musiktage insgesamt bei den Bürgern aussieht. Freitagnachmittag im Schlosspark. Etwas Merkwürdiges ist da aufgebaut. Etwas ganz Neues. Dieser Donaueschinger Bürger ist sehr interessiert, was es wohl sein könnte. Und da kommen auch noch andere. Und die kennt man in Donaueschingen. Es sind die örtlichen Honoratioren. Natürlich ist auch der Bürgermeister dabei. Und sogar er ist gekommen. Joachim Fürst zu Fürstenberg gibt sich die Ehre. Kein Zweifel, ein besonderer Anlass. Die Gesellschaft der Musikfreunde feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Ein Denkmal soll enthüllt werden. Der Fürst hat es gestiftet, gemeinsam mit dem Industriellen Roland Mann. Und auch junge Leute sind da. Die Sieger des Wettbewerbs Jugend musiziert, die 18-jährige Marion Lehmann und der 15-jährige Kersten McCall. Das Denkmal wurde zu Ehren von Heinrich Burkhardt errichtet, dem letzten fürstlichen Musikdirektor. Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und hat gemeinsam mit den Vorfahren der beiden Denkmalstifter die Donaueschinger Musiktage gegründet. Die Musiktage waren schon immer ein schwieriges Geschäft. Auch diese Enthüllung hat so ihre Tücken. Das Gründungsprotokoll der Gesellschaft und Partituren, unter anderem von Paul Hindemith, werden in der Grundplatte versenkt. Ein Denkmal für die neue Musik, ein Denkmal für die Musiktage. Doch was hält der ganz normale Donaueschinger Bürger von diesen seinen Musiktagen? Der Bürgermeister müsste es wissen. Wie, glauben Sie als Bürgermeister, hat sich diese elitäre Veranstaltung auf die Atmosphäre dieser kleinen Stadt ausgewirkt, auf den Alltag auch? Die Musiktage gibt es jetzt seit 68 Jahren in Donaueschingen und ich glaube, da ist etwas gewachsen. Die Leute wissen, jeden Herbst findet das statt. Es kommt ein ganz buntes Völkchen nach Donaueschingen, mal vollkommen andere Leute. Alle Hallen sind voll, die Fremdenverkehrszahlen sind im Steigen. Alle das spielt eine Rolle. Das heißt aber nicht, dass jeder Donaueschinger zu den Musiktagen selbst hingeht. Wir animieren allerdings immer dazu. Gehen Sie am Wochenende zu den Musiktagen? Nee. Warum nicht? Ich bin weg in nächster Zeit. Waren Sie schon mal dort? Auch nicht. Warum nicht? Ich muss sagen, es interessiert mich nicht allzu arg. Haben Sie schon mal neue Musik gehört? Ja, habe ich. Und deswegen schreckt sie ab? Ja. Nee. Waren Sie schon mal dort? Nee. Warum nicht? Das stimmt, meine Art von Musik. Sie kennen die neue Musik? Ja. Und macht sie nicht an? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber aus Interesse nicht oder zum Jazz oder so? Ich mache keine Jazzmusik. Was ist Ihre Musik? Heavy. Zum größeren Teil trifft es zu, dass er sich zwar rühmt, die Donaueschinger Musiktage hier zu haben, aber nur zu einem Bruchteil selber am Geschehen teilnimmt. Das ist eine Sache, die wir noch ein bisschen bedauern, aber wir sind da in den letzten Jahren auch einen Schritt vorwärts gekommen. Es ist auch so, dass wir jetzt Veranstaltungen anbieten, gerade um unseren Donaueschinger Bürgern die neue Musik etwas näher zu bringen. Und wir glauben auch, das trägt Früchte. Aus Interesse ja, aber ich verstehe die Musik nicht. Sie kennen die neue Musik? Nein, eben nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, verstehen Sie, ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Hä? Nur ich habe von dieser Musik keine Ahnung. Ganz sicher sogar. Ich werde alle Veranstaltungen besuchen. Sie waren schon öfters dort? Ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr, seitdem wir hier wohnen, alle Veranstaltungen. Und Sie haben keine Probleme, einen Zugang zur neuen Musik zu finden? Nö, habe ich eigentlich nicht. Ich beschäftige mich schon lange damit und denke, also ich werde auch dieses Jahr wieder viel Neues erfahren, aber es wird auch so sein, dass ich vielleicht manche Veranstaltungen oder ein oder die andere, vielleicht nicht viele, frühzeitig verlasse, weil es mir nicht passt. Einer der Bürger ist immer nah dran an der neuen Musik, von Berufswegen. Nein, kein Musiker, ein Fotograf. Nur das so, dass ich also das immerhin schon 35 Jahre mitmache. Ja. Es gibt also, glaube ich, kaum ein Konzert, das ich nicht gesehen habe.
und hat sich natürlich im Laufe der Jahre schon die Einstellung natürlich ein bisschen verändert. Früher habe ich einmal mehr auf Sensationen gewartet, was passiert, was ist los, wie reagiert das Publikum, das war für mich fotografisch hochinteressant, natürlich diese Typen rauszusuchen, rauszufinden. Es ist auch so, dass die Leute, das Publikum früher viel lauter war, es wurde gepfiffen, es wurde gebuht, es war also ein unwahrscheinliche. Man hat einfach sich gewartet, was kommt, was passiert. Im Laufe der Jahre später natürlich hat man die Sachen ein bisschen anders gesehen. Grill entwickelte tatsächlich eine total neue Sichtweise und ließ sich von neuer Musik zu progressiver Fotokunst inspirieren. Aus dem Ein-Mann-Orchester von Kagel. Ich hatte damals alles fotografiert, die einzelnen Instrumente, einzelne Teile. Hier sieht man Noten, hier sieht man Geigenbogen. Diese Teile wurden. Nicht nur der Fotograf änderte im Laufe der Zeit seine Ansichten. Auch andere mussten sich mit der neuen Musik zunächst einmal mühsam anfreunden. Ich wusste manchmal nicht, wo mir der Kopf stand, auch mit den Tönen nicht. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe mich dann auch etwas mehr auf die Organisation gestürzt. Nur erinnere ich mich damals, ich habe innerhalb von 4 Wochen 10 Pfund abgenommen. Und das ist mir also später nie mehr passiert. Ja, das erste Mal bei den Musiktagen wusste ich eigentlich nicht, was ich da soll. Es waren Misstöne oder unverständliche Dinge, die dargeboten wurden. Die Anwesenheit des Bürgermeisters, wenn es nur repräsentativ sein soll, macht mir keinen Spaß. Und so dachte ich beim zweiten Mal, ich könnte wegbleiben. Aber dann hieß es, wenn du nicht kommst, dann verlegen wir die Musiktage nach Villingen-Schwenningen. Seitdem bin ich pünktlich zur Stelle und ich muss sagen, da ist mein Verständnis für diese experimentelle Tonkunst doch sehr gewachsen. Nun haben wir den Hausherrn dieses Schlosses hier bei uns, Joachim Fürst zu Fürstenberg. Wir haben Sie durchlaufend schon bewundern können, wie Sie tatkräftig bei der Enthüllung des Denkmals geholfen haben. Finanziell haben Sie ohnehin als einer der Stifter Hilfe geleistet. Was ist für Sie und Ihre Familie eigentlich das Motiv für Ihr Mäzenatentum? Das ist eine jahrhundertealte Tradition, die wir in unserer Familie immer hochgehalten haben und aufrechterhalten haben, die immer schon junge Musiker und auch schon archiviertere Musiker hier unterstützt und weiter gefördert haben. Immer wieder fragen sich nun die Leute, wie kommt es, wie ist es zu erklären, dass gerade Donaueschingen am Rande des Schwarzwaldes gelegen mit seinen 12.000 Einwohnern zu diesem Mekka der zeitgenössischen Musik werden konnte. Hat es nicht auch mit der Geschichte Ihrer Familie zu tun? Es hat sicher mit der Geschichte der Familie zu tun, aber wohl unmittelbar, dass es zu diesem Mekka der modernen Musik geworden ist, ist wohl das Jahr 21, das Gründungsjahr dieser Tage der modernen Musik oder der modernen Tonkunst war und seither eben diese moderne Musik hier in Donaueschingen aufführen lässt und jungen Musikern die Möglichkeit geben, den Sprung nach vorne zu machen. Ich denke nur, ich habe nämlich ein bisschen in Ihrer Familiengeschichte nachgelesen, dass es da einen Vorfahren, Josef Wenzel, gegeben hat, der eigentlich dafür sorgte, dass hier eine Residenzstadt errichtet wurde. Was können Sie denn über diesen Vorfahren erzählen? Was hat er alles versucht? Ja. Es war sicher auch Josef Wenzel, aber wohl in erster Linie Josef Wilhelm Ernst. Habe ich doch einen Fisch gemacht mit Ihrer Verwandtschaft. Ja. Der erste, Entschuldigung, wenn ich das verbessere, der erste Reichsfürst war, der alle Fürstenberger Stämme zusammenbrachte und Donaueschingen zur Residenzstadt machte. Es war damals durch Hochzeit auch der böhmische Besitz dazugekommen, somit also das erste Mal, dass der gesamtfürstenbergische Besitz beieinander war. Und da gab es einen großen Wettstreit an den Fürstenhöfen damals, dass jeder das schönere Theater, Ballett, Musik haben wollte, glaube ich. Ja, das war sicher der Fall und ich glaube, da haben wir auch versucht, eben mitzumischen. Und dass uns das gelungen ist, zeigt, glaube ich, eben, dass es die Musiktradition nicht nur eine Sache war, die wir rückblickend irgendwie betrachten können, sondern dass das bis zum heutigen Tage eben gehalten hat. Ja.
Nun will ich nur noch einmal zurückblicken. Es hat immer in Ihrer Familie, vor Jahrhunderten jedenfalls, Angehörige gegeben, die die Musik auch aktiv betrieben hat. Ich denke an die Fürstin Josepha, die die Partie der Susanna bei Mozart gesungen hat. Ihr Gemahl hat also selbst Cello und Klavier gespielt. Wie ist das eigentlich bei Ihnen oder den Mitgliedern Ihrer Familie? Halten Sie auch da die Tradition aufrecht? Also da ist eigentlich kein wirklich aktiver Musiker in der jetzigen Generation in unserer Familie. Wir haben alle die Musik sehr gern, wir verstehen, glaube ich, auch etwas davon. Aber außer bei vergnüglichen Anlässen wird eigentlich keine aktive Musikausübung getrieben. Ich habe Sie, Durchlauch, fast an dieser Stelle vor 10 Jahren einmal gefragt, Hand aufs Herz, was bedeutet Ihnen persönlich diese Musik? Schätzen Sie sie, lieben Sie? Ist es nicht manchmal auch sehr anstrengend? Hand aufs Herz. Wenn Sie mich so streng fragen, dann muss ich sagen, ich schätze sie. Es wäre, glaube ich, übertrieben, wenn ich sagen würde, dass ich sie liebe. Aber ich schätze sie und versuche durch unsere Mitarbeit bei diesen Musiktagen eben diesen ganzen Gedanken auch weiter aufrechtzuerhalten. Vor 5 Jahren, Durchlaucht, haben Sie aus Anlass Ihres 60. Geburtstages ein Geschenk des Südwestfunks erhalten. Damals haben Ihnen Musiker des Orchesters ein Ständchen gewidmet, Happy Birthday sehr frei nach Donaueschinger Musiktagenart empfunden. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir haben es vorbereiten lassen. Wollen wir es einmal zusammen anschauen? Ich danke Ihnen vorher für dieses Gespräch. Jahren sorgte diese musikalische Persiflage auf die gelegentlich recht strapaziösen Musiktage jedenfalls für große Heiterkeit. Vielleicht können Sie das nachempfinden. Zu den Musiktagen, meine Damen und Herren, zählt traditionell auch der Jazz. 1954 fand das erste Jazzkonzert statt, damals mit dem Orchester Kurt Edelhagen. 1988 nun hat die SBF Jazz Session etwas ganz Besonderes zu bieten. Der Frankfurter Jazz-Trompeter und Komponist Michael Sell hat sich dem Gedanken der deutsch-französischen Verständigung gewidmet. Seine 6 Fürsprüche setzen sich hauptsächlich aus Zitaten deutscher und französischer Dichter und Politiker zusammen. Es sind Texte von Stéphane Mallarmé, Heinrich Heine, Helmut Kohl und François Mitterrand.
ist Demokratie und Toleranz gegenseitig, gerade in diesem Verhältnis zwischen Deutsch und Französisch. Sie sagen, ich bin kein Jatzer, sondern ein Komponist. Was wollen Sie damit sagen? Ja, ich sage, ich bin kein Jatzer, ich bin Komponist, ich bin aber doch auch Jatzer. Ich denke, man sollte endlich mal mit dieser Fächerdenkerei aufhören. Meine Vergangenheit war im Jazz begründet, genauso gut wie in der Barockmusik oder in der Kirchenmusik. Nun war ich also eine Zeit lang Jazz-Trompeter und kenne mich in diesem Metier sehr gut aus und bin also nicht, sagen wir mal, engstirnig darauf beschränkt jetzt. Aber ich möchte doch sagen, dass auch Jazzmusiker anderer Couleur durchaus ernstzunehmende Musiker sind. Ich dagegen bin also ein Komponist, der eine Vorliebe für Jazz hat, auch Jazzmusiker ist. Der Satz heißt ganz einfach, ich bin ein Komponist, kein Jatzer, aber doch ein Jatzer. Und jetzt darf ich Ihnen zwei Komponisten vorstellen, die zu den jüngsten dieser Musiktage gehören. Mit 22 Jahren ist der Benjamin dieses Festival Hans-Peter Reute. Wir sprechen gleich noch genauer über Sie. Sie haben gerade Ihr erstes Konzert hinter sich. Aber ich freue mich ganz besonders, Ihnen Jakob Ullmann vorstellen zu können. Jakob Ullmann ist ein junger Komponist aus der DDR. Wir haben ja das erste Mal an diesen Musiktagen Komponisten aus der DDR hier und auch ein sehr bekanntes, sehr beachtetes Ensemble. Sie sind Jahrgang 1958, haben in Dresden Kirchenmusik studiert und leben seit einigen Jahren in Berlin im östlichen Teil der Stadt. Was bedeutet das nun für Sie, Herr Ullmann, an diesem Festival teilzunehmen? Ich bin natürlich ungeheuer froh, vom Südwestfunk einen Auftrag für Donaueschingen bekommen zu haben. Das ist nach wie vor, ich weiß nicht, ob es international wirklich so zu sagen ist, aber für das, was von uns aus zu überschauen ist, ja, so Eintrittskarte und größte Auszeichnung gleichzeitig, die einem jüngeren Komponisten so widerfahren kann. Haben Sie deswegen keine Schwierigkeiten gehabt, hierher zu reisen? Ja, das würde ich schon so sagen. Also Donaueschingen hat dazu geführt, dass ich einen Pass bekommen habe. Also, weil das ein Renommee ist? Ja, ne, das ist ja einfach die alte Tradition, die es gibt und die nach wie vor geachtet wird überall. Und das gilt natürlich dann schon auch für unsere Stellen, die Pässe zu bewilligen haben, dass sie es ungern sehen, wenn ein Stück aufgeführt wird, wenn der Komponist nicht da ist. Und das hat dann eben sehr positive Konsequenzen auch in dieser
Frage für uns. Nun habe ich ja gesehen, dass Sie beide zum Beispiel sich eigentlich erst durch die Verabredung zu unserem Interview kennengelernt haben. Gibt es denn Kontakte so unter den jungen Musikern? Erfahren Sie voneinander, was gearbeitet wird? Gibt es da einen deutsch-deutschen Austausch, Herr Reuter? Die einzige Möglichkeit, eigentlich Komponisten aus dem anderen Deutschland kennenzulernen, läuft halt eben über solche Festivals. Ich habe auch damals in Darmstadt einige Komponisten aus dem Ostblock kennengelernt. Aber einen Komponisten aus der DDR spreche ich jetzt zum ersten Mal. Leider, Herr Ullmann, war es uns aus technischen Gründen nicht möglich, gerade Ihr Konzert aufzuzeichnen. Wir bedauern das sehr. Deshalb möchte ich Sie bitten, selbst etwas zu Ihrer Arbeit zu erklären. Sie haben ja einen sehr spannenden Titel, wenn Sie ihn nennen, aber auch gleich übersetzen. Ja, La Canción del Ángel Desaparecido, das Lied des verschwundenen Engels. Es hat natürlich durchaus politische Implikationen, ob man da an Südamerika denkt, die Desaparecidos. Die namenlos Verschwundenen, Vermissten. Das ist ja ein feststehender Terminus. Die gibt es ja nun nicht nur dort, die gibt es auch in anderen Teilen der Welt oder hat sie gegeben. Wir haben das 50. Jahr nach der Kristallnacht, das sind ja auch Verschwundene. Und ja, und dann ist natürlich auch 20 Jahre seit 1968 und damals war ich 10 Jahre alt. Das prägt das Umfeld, in dem ein Stück entsteht. Also auch einen Musiker. Ja, natürlich, ein Musiker, ja? Und das Umfeld, in dem ein Stück entsteht. Aber es wäre natürlich jetzt vermessen zu sagen, ich habe das mit meinem Stück ausgedrückt. Das ist auch, geht auch so nicht. Wenn ich Töne schreibe, schreibe ich Töne. Gibt es da bei Ihnen nun, der Sie im ganz anderen Teil aufgewachsen sind, in der Bundesrepublik, auch Überlegungen, wenn Sie Musik komponieren, politische Themen zu berücksichtigen oder gar nicht? Also für mich hat das eine sehr große Problematik, da ich eben mich doch eher als Komponist fühle und nicht als Gesellschaftskritiker. Und wenn ich darüber nachdenke, was meine Musik in der Gesellschaft überhaupt zu suchen hat, dann wäre das eigentlich ein Anlass, fast Depressionen zu bekommen, wenn man bedenkt, welchen Stellenwert überhaupt neue Musik in der Gesellschaft besitzt. Nämlich Funktionen besitzt diese Musik keine. Und nun eine Funktion aus meiner Sicht da hinein zu projizieren übers Politische oder übers Gesellschaftskritische, das liegt mir nicht und deswegen entziehe ich mich eigentlich diesen Überlegungen mehr. Es ist nur so, in unserem Land ist man notwendigerweise stärker politisiert, weil man ja ständig mit politischen Entscheidungen zu tun hat und sie entweder mitträgt oder nicht mitträgt. Insofern ist man stärker als Mensch, ob man jetzt komponiert oder nicht, damit befasst. Und das hat vielleicht Konsequenzen auf die Arbeit, aber wie gesagt, vielleicht. Insofern sind natürlich solche Fragen, wie er sie stellt, genauso bei uns zu stellen und genauso für mich zu stellen. Das ist mein eigener Widerstreit, der da passiert, dass ich mich selbst frage, schreibe ich denn überhaupt das, was mir gefällt? Wenn ich nun das schreibe, was mir gefällt, ist es dann geschmacklich überhaupt überm Strich und kann man das einem Publikum zumuten? Das ist dann wieder eine andere Frage. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr schöner Übergang zu dem Konzertausschnitt, den wir jetzt von Ihnen hören. Wenn Sie Ihr Stück selbst unseren Zuschauern ansagen? Ja, das ist mein erstes Streichquartett mit dem Titel A. Das hat vielerlei Assoziationen, die ich jetzt gar nicht eigentlich erklären möchte. Und das Streichquartett ist schon vor 3 Jahren entstanden, deswegen spiegelt es eigentlich nicht ganz den aktuellen Stand meiner Denkweise wider. Aber gerade in dem letzten Teil, den wir wahrscheinlich hören werden, da ist doch eine ganze Menge davon zu spüren, dass vielleicht andere Einflüsse darin sind als nur die Avantgarde der 50er und 60er Jahre. Dennoch, es ist eine deutsche Erstaufführung, gespielt vom Leonardo Quartett. Mm-hmm.
weiß nicht, wie es Ihnen ging, liebe Zuschauer. Donaueschinger Musiktage 88, das ist gewiss nicht leichte Kost. Und wir wollen nicht leugnen, dass es in diesen knapp 4 Jahrzehnten nach dem Krieg nicht nur Gipfelstürme, Glanzpunkte gegeben hat. Da waren auch magere Jahre mit Flops zu verzeichnen, mit dem Recht der Veranstalter auf Irrtum inbegriffen. Dennoch, dieses älteste deutsche Musikfestival mit neuer Musik leidet keineswegs an Alterserscheinungen. Im Gegenteil, das Publikum kommt von nah und fern. Und für die, die jedes Jahr hierher kommen, ist es fast so etwas wie ein Wiedersehen mit Freunden, eine Art Familienfeier. Sie feiern nun gerade Abschied beim Empfang des Fürsten und dahin werden meine Kollegen und ich nun auch nach getaner Arbeit ziehen. Wir haben uns gefreut, dass Sie Zeit für uns hatten, für diesen Sonderbericht auf dem Kulturkanal der ARD auf 1+. Danke fürs Zuschauen, einen schönen Abend noch und sozusagen als Leckerbissen für Sie, fürs treue Ausharren, sehen und hören Sie von einem der Großen der Donaueschinger Musiktage, von Mauricio Kagel, das Streichquartett Nummer 3, gespielt vom Leonardo Quartett.